Skoda Fabia Combi Autotest. Auto SelzerMcKenzie. Skoda hat Herrn SelzerMcKenzie den neuen Skoda Fabia Combi zur Verfügung gestellt und hier ein paar Eindrücke. Die Kombi-Version des Skoda Fabia galt als funktionaler, praktischer Transporter, der für einen günstigen Preis zu haben war. Die Neuauflage des bisher rund 600.000 Mal verkauften Wagens soll nun auch die Komponente formaler Schönheit mitbringen. Mit viel Hingabe, so heißt es, habe man das Design des Fabia Combi auf die Ansprüche einer gehobenen Kundschaft abgestimmt. Dabei ist ein sehr ansehnlicher Kompakttransporter entstanden, der nicht unter seiner Schönheit leiden muss, er hat beim Raumangebot ordentlich zugelegt. Am 6. Dezember ist er zum Basispreis von 10.740 Euro in Deutschland an den Start gegangen. Der neue Fabia Combi ist vor allem von Wachstum geprägt. In der Länge hat er zwar um nur 0,7 cm auf 4,24 m zugelegt, dafür ist er gleich um 5 cm höher. Das bringt Platz im Innenraum für Passagiere und Gepäck. Sein Transportvolumen ist um 54 Liter auf 480 Liter bei Nutzung aller 5 Sitzplätze gewachsen. Das Sitzensemble im Fond ist in den höheren Ausstattungsvarianten Ambiente, Sport und Elegance serienmäßig asymmetrisch geteilt. Nur in der Basisversion ist es einteilig ausgeführt, und in der nächsthöheren Ausstattung Classic werden dafür 130 Euro Aufpreis fällig. Nach dem Umklappen der Rückbank steigt das Transportvermögen auf stolze 1460 Liter, das sind 235 Liter mehr als beim Vorgänger. Der nahezu ebene Laderaumboden soll das Verstauen des Gepäcks erleichtern. Nur die kleine Stufe vor den umgeklappten Rückenlehnen könnte dabei hinderlich sein. Ösen zur Sicherung der Ladung und eine Gepäckraumabdeckung mit Aufrollautomatik sind vorhanden. Im Zubehörprogramm wird ein Netz zur Ladungssicherung angeboten. Die erlaubte Zuladung von bis zu 440 Kilogramm schränkt das Transportvermögen kaum ein. Als nüchternen Transporter will Skoda den Fabia Combi jedoch nicht positionieren. Seine wohlgeformte Gestalt soll ihn in die Reihe der Designtransporter stellen. Er lehnt sich mit einer keilförmigen Fensterlinie formal deutlich an die viertürige Limousine der Baureihe an. C-förmige Rückleuchten verleihen ihm auch bei Dunkelheit das typische Erscheinungsbild der jüngsten Skoda-Generationen. Das Motorenangebot entspricht dem der Schräghecklimmerung-Sinne. Die vier Benziner decken ein Leistungsspektrum von 44 kW, 60 PS, bis 77 kW, 105 PS, ab, die drei Diesel liefern 51 kW, 70 PS, bis ebenfalls 77 kW, 105 PS. Eine Automatik kostet 1000, der Rußpartikelfilter 600 Euro. Die Basisausführung des Fabia Combi hat 6 Airbags, ABS und einen Bremsassistenten, zweifach verstellbares Lenkrad und eine Dachrinne. ESP wird erst von 59 kW, 80 PS, Motorleistung angeboten und kostet sonst 300 Euro auf Preis. Die teuerste Version, der 1.9 TDI Elegance, steht mit 19.640 Euro in der Preisliste, kann sich dann aber in allen Disziplinen mit Kombis aus höheren Klassen messen.